Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego DC Supervillains. Wir sind hier gerade bei Star Labs und kaufen uns Minikits finden. Hilfsschein sammeln, Schein sammeln, ne, lohnt sich alles nicht. Ich würde sagen, als nächstes kaufen wir uns dann wahrscheinlich die Zweifach- und die Vierfachsteine erstmal. Wenn wir den freischalten irgendwann. Ich muss das noch anmachen, natürlich. Extras. Goldene Steine finden, den brauche ich leider nicht mehr. Zum Glück nicht mehr, ich habe ja mittlerweile alle. Aber die habe ich doch sowieso auf der Karte gesehen. Hm. Keine Ahnung. DC-Blasen. Okay, mal anmachen. Ich hab's verpasst. Minikits finden hier an. So, perfekt. Macht das dann so Pow, Peng, Pow, wenn man die angreift? Ja. Okay, das ist absolut nervig. Ich mach sofort wieder aus. Die Geräusche nehme ich mit dabei. Das war hier unten irgendwo. Da. Dann würde ich sagen, starten wir das nächste Level direkt. Nämlich Grotulation. Grotta City. Oh, Solovars Thron können wir dann skippen. Das heißt, wir müssen nur das Level hier machen. Perfekt. Da freue ich mich. Star Labs, die Galaxy Communications Gala und jetzt Arkham? Das Justice Syndicate. Trotz einiger Störungen ist der Galaxy Communications Tower geöffnet. Batman brauchen wir hier. Graben können wir. Ich weiß nicht mehr, wen wir hier spielen. Es wäre schön, wenn man sehen könnte, was man hier hatte schon. Wenn man grob abschätzen kann, was man auch tun muss. Also hier war ich überall gefühlt gar nicht so wirklich. Also ich bin ja einmal durchgelaufen und das war's. Hier schon wieder Batman. Lass mich raten, hier ist auch mal wieder Geld. Ach nö. Das hätte ich mehr. Okay, ich muss da oben das Licht hinbekommen. Verstehe. Okay, keine Ahnung, fünf Sachen davon. Ich glaube, fünf Dinger von dem Gong. Aber hatte ich die nicht sogar schon? Wie viel habe ich denn? Ich habe zwei. Das heißt, die könnte ich sogar vielleicht schon gehabt haben. Poison Ivy. Hätte ich vielleicht Batman dafür weglegen sollen. Mutter Natur kann eine mächtige Verbündete sein, wenn man an ihrer Seite kämpft. Ich tippe mal, das muss so ein Winkel sein. Ich muss irgendwo anders hinschießen noch. Müssen wir mal gucken. Okay, schade, dass ich nicht weglasern kann. Wie irgendwie gerechnet. Dann aber das hier wegmachen. Also ich glaube, Cheater hatte ich hier auf jeden Fall. Okay, da ist ein Minikit. Also ich sehe gerade die Minikit-Dinger zum ersten Mal. Hatte ich was zum Sprengen eigentlich? Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn wir das gemacht haben, oder als wir das gemacht haben, kamen da welche Viecher raus. Oder irgendwann. Ich meine, da kamen welche... was waren denn das? Gorillas, glaube ich? Ja, ich meine, es waren Gorillas. Dann wollten wir halt die Fresse hauen. Okay, da muss ich jetzt hinschießen. Okay, die Graben ist extrem langsam. Aber lustig, dass es so überhaupt geht. Tausender mal, wenn ich gerade schon bin. Okay, da ist der rote Stein. Gut. Lief anders als erwartet, aber läuft ja auch.
Kannst du mir bitte hier in die Fresse schlagen? Okay, zwei sind da oben und eins ist dann hier. Warum auch immer der... Also warum die immer mit Pistolen aus Bananen schießen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich hinkomme. Dafür nehmen wir erstmal Cyborg, einfach nur weil er mir vorgeschlagen wird. Zeit, einige meiner Upgrades zu testen. Okay, das ist aber nicht das, was ich eigentlich machen will, um hier rechts hinzukommen. Das ist für links. So will ich da hochkommen. Ich kann hier einfach hin, oder was? Ich war nur wie minimal zu hoch vorher. Gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und nein. So. Perfekt. Ein weiterer Beweis, dass ich es verdiene, der einzige echte Blitz zu sein. Dann nehmen wir nochmal jemanden, der fliegt. Ich darf Y drücken können, ja. Sehe ich ein. Ich meine, das habe ich gemacht. Ja komm, nervt nicht, ihr kleinen Mistviecher. Und beschäftigt mit Sachen machen. Ich wurde gerade getötet. Was für ein Quatsch. Okay, ich meine, ich sehe das Ding. Okay, ich muss das da wegziehen. Ich bin klar verstehend. Ich glaube, ich kriege 60.000 davon. Das gefällt mir gut. So, und hier kann ich jetzt mit einem Lantern noch was machen, was ich in der Story nicht konnte. Dann machen wir das auch gleich mal. Unangenehm. Gut, dann haben wir das doch schon geschafft. Das ging schnell. Das gefällt mir gut. So, ich mir eigentlich vor. Ne, Moment, es fehlt uns noch ein Charakter. Mist. Stimmt. Fast ist beendet. Zu früh. Okay, vielleicht hier. Weil ich glaube, Telekinese hatten wir da noch nicht. Okay, das war's nicht. Ich glaube, hier ging es dann schon zum Boss, ne? Wo könnte denn der Charakter sein? Okay, ich glaube, es wird dann doch wieder länger apart, weil ich mal alles absuchen muss.
Kann ich den Goldzahn eigentlich wieder rausschießen? Ne, schade. Vielleicht oben das Ding einschlagen? Hier? Dass ich das vorher nicht machen konnte? Das finde ich natürlich nicht Clayface, das finde ich wieder King Shark. Ihr dachtet irgendwo im Wasser oder am Land, seid ihr sicher? Ah, hier ist das Poster. Das habe ich auch komplett vergessen, dass es das gibt. Okay, gut, ich war nur auf die Minikits aus, weil die mir angezeigt wurden. Und das habe ich null bedacht. Gut, wir haben doch nicht so viel an so viel Zeit geschafft. Aber trotzdem noch relativ gut im Zeitplan. Okay, jetzt brauchen wir aber noch den Charakter. Wo könnte der sein? Also er muss ja hier sein. Also nicht hier, aber er muss ja irgendwo im ersten Teil sein. Ich glaube nicht, dass es damit irgendwas auf sich hat, weil das hat gleich das Ding hochgefahren. Hier würde ich auch sagen, ist der nicht. Und das muss man gleich machen, um das überhaupt aufzubauen. Warum ich jetzt so gute Combo hab? Kriegen wir das hier so raus? Ja, ein bisschen noch. So, perfekt. Ja, da kriegen wir einen Charakter her. Vom Flugzeug könnte vielleicht noch was kommen. Okay, da kommen jetzt überall Äffchen her. Da ist nur ein 10er drin. Aber das bleibt auch als einziges offen. Interessant. Ich klar, ich hätte jetzt noch 10er Multiplikator holen können und mir 600.000 rausholen. Wäre klug gewesen, aber habe ich nicht gemacht. Schade. Hier eventuell noch was, was ich damit, was ich anmachen kann, um die Tür aufzumachen oder so. Ich glaube, nein. Also ich kann es mir gerade nicht erklären. Ich würde sagen, ich versuche es nochmal mit dem Flugzeug da weiterzumachen und ansonsten weiß ich auch nicht. Das Flugzeug hat mir absolut null geholfen. Jetzt nur ein paar Lianen hier. Ich kann hier was einfrieren, aber ich glaube Killer Frost hatten wir sowieso. Oder Captain Cold oder so. Okay, stirbt anscheinend. Versucht, dass wir hier wieder sind. Charakter. Also ich tendiere gerade einfach dazu, online zu gucken, wo das Ding sein könnte. Weil ich meine, wenn ich diese Tür aufmache, dann komme ich direkt ins nächste Gebiet.
Da kann ich nicht lernen. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Sieht auch so irgendwie irgendwelche Leute mit einem Hut auf und dann irgendwelchen Schwimmreifen oder so. Ah, okay. Lass mich raten, hier ist das Ding hergekommen. Ich habe auf jeden Fall so ein Geräusch gehört, als wäre hier irgendwas gespawnt. Aber irgendwie, nein. So, wie ich es nochmal mache? Ich bin überfragt. Und kann es mir null erklären. Also hier könnte das irgendwie sein. Weil das geht nicht kaputt. Aber was soll ich damit machen? Ich habe hier nichts anderes, was ich noch zerstören kann oder so. Aber die kann ich auch nicht kaputt machen. Es bleibt schwierig. Ich würde sagen, ich gucke einfach mal kurz nach. Gott, bin ich dumm? Wir haben schon gesehen, ich dachte so, das gehört zum Spiel, das kann ich komplett ignorieren. Nein, natürlich nicht. Es ist hier. Und hier soll ich zu Batman switchen. Und muss das hier rausziehen. Ich dachte, das gehört halt einfach zum Spiel, aber nein. Das ist was anderes. Okay, da ist immer noch Geld drin. Vielleicht ist das noch ein Hinweis. Ich weiß nicht, ob das da drin bleibt. Ich hol's einfach mal. Wenn ich darf. Und da ist nochmal ein Zehner drin. Ich weiß nicht, ob vorher auch noch was kommt. Nee, scheint das letzte zu sein. Und dann haben wir das Level auch noch geschafft. Diesmal ein bisschen kürzer, aber wir schaffen kein zweites noch hinterher. Leider. Ganz ehrlich, da hätte ich drauf kommen können, dass es das ist, aber ich war mir sicher, das gehört bestimmt zum Level, also zur Story. Sperren verlassen. Naja. Also wir hätten es in ca. 10 Minuten schaffen können. Aber gut. Habe ich noch ein bisschen gesucht, ein bisschen Quatsch gemacht. Hat alles nicht geklappt. Wir haben ein bisschen mehr Geld bekommen. Den bekommen wir jetzt. Wir bekommen ein Äffchen. Keine Ahnung, wer es ist. Ich glaube, den wir bekommen, weil Solo war oder so, wie der hieß. Steichen anziehen. Ja, ist ganz nett. Können wir kaufen nochmal. Und... das Joker-Bildchen. Das normale Porträt und wir nehmen nur Joker. Außer einem, als wir Tomica genommen haben. Okay, den bösen Affen haben wir schon. Kriegen wir Ultra Humites. Okay, wir haben jetzt drei Äffchen. Wir haben Grot, Ultra Humite und den anderen. Solo war, meine ich. Dann würde ich sagen, fliegen wir kurz zu Startups, gucken, was wir noch kaufen können. Also ich will jetzt noch nicht mein ganzes Geld für alle Charaktere rausballern, weil die kosten halt schon noch eine ganze Ecke Geld. Aber... ich kann mir auf jeden Fall schon mal die Charaktere kaufen, oder die Sachen kaufen, die ich für halbwegs sinnvoll erachte. Wie zum Beispiel Steinchen anziehen. Hilfstein sammeln, weiß ich nicht. Es bringt mir eigentlich so ziemlich gar nichts. Und ansonsten gucken wir, was sie noch haben. Vielleicht kann er Fahrzeug kaufen. Weil wenn ich jetzt ein paar Charaktere kaufe, sind halt schnell eine Million weg oder mehrere Millionen. Und das will ich eigentlich vermeiden. Was haben wir eigentlich noch alles Schönes? Okay, bunte Fußabdrücke ist absolut irrelevant. Okay, die sind die teuren. Steinchen anziehen, kostet 300, das nehmen wir mit. Hilfsteinchen nehmen sehe ich nicht. Partyhüte.
Helium-Modus, bunte Fußabdrücke. Das kostet halt schon viel Geld. Das habe ich schon mal als Experiment. Ja, also 100.000 für die ganze Quatsch. Ich dachte, wenn sie so 50 kosten, nehme ich die mit, aber. Nee, dann nicht. Fahrzeugauswahl kann ich natürlich nicht machen. Ich wollte nämlich gucken, wie viele Fahrzeuge uns noch fehlen. Ich glaube, wir haben alle Fahrzeuge bis auf einen Helikopter. Aber wir haben nicht alle gekauft. Wir haben nämlich noch das Catwoman-Motorrad. Wir haben das Flashmobil. Was aber ziemlich komisch aussieht. Scarecrow's Mähdrescher. Okay, das ist cool. Und den T-Jet. Und den Cybercopter. Wunderbar unsichtbarer Jet. Bettrakete haben wir. Okay, den haben wir noch nicht. Aber sonst haben wir jetzt alles, ne? Okay, das ist ein cooles Ding. Schaut mal nicht, wie geht jetzt Andreas Leute schreddern kann. Eigentlich, das würde auch nichts dem Spiel zugute tun in seiner Altersbeschränkung. Okay, aber ich sage, im nächsten Mal geht es weiter mit der nächsten Mission. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.